Kapitel 2 der Vorlesung Information Retrieval. Architektur einer Suchmaschine. Benutzerschnittstelle. Damit eine Nutzerin oder ein Nutzer seine Fragen mit Hilfe der Suchmaschine beantworten kann, benötigt die Suchmaschine eine Nutzerschnittstelle, in der Anfragen eingereicht werden können, sowie eine Nutzerschnittstelle, in der die Suchergebnisse ausgegeben werden. Zwischen Anfrage und Ergebnisausgabe geschieht das eigentliche Retrieval. Damit die Suchmaschine für den Nutzer angenehm zu benutzen ist, vergeht im Idealfall zwischen Eingabe der Anfrage und Ausgabe des Suchergebnisses quasi keine Zeit. Als akzeptable Antwortzeit gilt in der Industrie eine Sekunde, zwischen Eintreffen der Anfrage und Versenden des Ergebnisses als Richtwert. Als besonders schnell werden Werte unter etwa einer halben Sekunde empfunden. Die Suchergebnisse werden abhängig davon, was die Suchmaschine initiiert, auf geeignete Weise in Reihenfolge ihrer Relevanz zur Anfrage präsentiert. Die Darstellung von Suchergebnissen von Websuchmaschinen ist industrieweit recht einheitlich. Die Benutzerschnittstellen umfassen alle Wege, auf denen Nutzerinnen und Nutzer mit der Suchmaschine interagieren. Die zwei wesentlichen Schnittstellen sind die für die Eingabe von Anfragen und die für die Präsentation von Ergebnissen. In ihrer einfachsten Form gibt es diese Schnittstellen unverändert, seit es die ersten computergestützten Suchmaschinen mit grafischer Benutzeroberfläche gab. Moderne Suchmaschinen, insbesondere Websuchmaschinen, gehen über diese grundlegenden Interaktionen hinaus. Die Schnittstellen sind so gestaltet, dass Nutzerinnen und Nutzern dabei geholfen wird, Anfragen einzugeben und diese anschließend zu verfeinern. Je besser man der Suchmaschine erklärt, wonach man sucht, desto besser das Suchergebnis. Weniger weit verbreitet, aber oft vorgeschlagen und zumindest in Spezialsuchmaschinen auch umgesetzt, ist die Unterstützung des Nutzers oder der Nutzerin bei der Betrachtung der Suchergebnisse. Da üblicherweise mehrere Suchergebnisse auf einmal präsentiert werden, müssen Nutzerinnen und Nutzer sich die Ergebnisse vergegenwärtigen und Entscheidungen darüber treffen, welches am besten ihr Informationsbedürfnis befriedigt. Komplexe Informationsbedürfnisse sind solche, deren Lösung sich aus Informationen aus einer Reihe unterschiedlicher Dokumente zusammensetzt. Um diese zu entdecken, benötigt man häufig mehr als eine Anfrage, die nacheinander an die Suchmaschine gerichtet werden. Man spricht hier von einer Suchsitzung. Fortgeschrittene Suchmaschinen verfolgen Suchsitzungen und sollen durch Auswertung vorangegangener Anfragen einer Sitzung nachfolgende besser beantworten. Auch die Schnittstellen von Suchmaschinen können dem Nutzer bei der Suchsitzung unterstützen, zum Beispiel dadurch, dass früher betrachtete Dokumente hervorgehoben werden. Schlüsselkomponenten für die Nutzerschnittstellen einer Suchmaschine sind die unterstützte Anfragesprache sowie die Suchergebnisseite zur Ergebnispräsentation. Suchmaschinen nehmen Anfragen in einer vordefinierten Sprache entgegen. Für Endbenutzer wird die Syntax der Anfragesprache üblicherweise sehr einfach gehalten. Es genügen Stichwörter, um zu umschreiben, wonach gesucht wird. Weitere häufige Anfragetypen sind ausformulierte Fragen sowie Beispiele. Ausformulierte Fragen werden immer häufiger an Suchmaschinen gerichtet. Durch Fortschritte im maschinellen Lernen und bei der Konstruktion großer Sprachmodelle ist es kommerziellen Suchmaschinen inzwischen möglich, für nahezu jede Frage eine passende Antwort im Web zu identifizieren, sofern es eine gibt. Für Text sind Beispielanfragen weniger geläufig. Allerdings kommt es vor, dass Nutzerinnen und Nutzer ganze Absätze über die Anfragemaske einer Suchmaschine einreichen. Bei der Bildersuche werden Beispielanfragen häufiger verwendet. Aber auch hier steht die Suche nach Stichwörtern im Vordergrund. Über die Stichwörter einer Anfrage hinaus können Suchende in ihren Anfragen mit Hilfe von Suchoperatoren noch genauer spezifizieren, wonach sie suchen. Traditionell sind das mindestens Boolean-Operatoren, die erlauben, folgende Forderungen zu stellen. Wörter sollen gemeinsam vorhanden sein, der AND-Operator. Mindestens eins der Wörter soll vorhanden sein, der OR-Operator. Ein Wort soll nicht vorhanden sein, der NOT-Operator. Klassische Suchmaschinen erlaubten die Formulierung komplexerer boolscher Formeln und es gab auch noch weitere Operatoren. In den meisten heutigen Textsuchmaschinen ist das aber nicht mehr möglich. Welche Semantik haben die Suchanfragen an Websuchmaschinen?
Und-Semantik oder Oder-Semantik? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Suchmaschinen betrachten Anfragen üblicherweise als Disjunktionen von Stichwörtern. Jedes genannte Wort kann vorkommen, muss es aber nicht. Über diese einfachen boolschen Operatoren hinaus bieten Suchmaschinen noch weitere Operatoren an. Welche kennen Sie? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Häufig anzutreffende Suchoperatoren sind die Phrasensuche, die Feldsuche, Wildcards und die Site-Suche. Mithilfe von Anführungszeichen um eine Folge von Wörtern wird gefordert, dass diese Wörter in exakt derselben Reihenfolge im gesuchten Dokument vorkommen. Auch ist es möglich, einzelne Wörter in Anführungszeichen zu setzen. Damit wird gefordert, dass das Wort auf jeden Fall im Dokument vorkommen muss. Da Suchanfragen an Websuchmaschinen eine Oder-Semantik haben, erlaubt der Operator also, das Weglassen eines Wortes zu untersagen. Mit der Feldsuche kann gefordert werden, dass Stichwörter in bestimmten Teilen eines Dokumentes, Felder genannt, vorkommen müssen. Zum Beispiel im Titel, im Haupttext oder der URL. Das erfordert, dass die Suchmaschine beim Indizieren der Dokumente ihre Struktur analysiert. Die Wildcard-Suche setzt an reguläre Ausdrücke angelehnte Suchoperatoren ein. Der Sternoperator steht für beliebig viele Wörter und wird mit der Phrasensuche kombiniert. Er erlaubt es, Teile einer Phrase unspezifiziert zu lassen. Die Suchmaschine wird angewiesen, alle Dokumente zu finden, die Phrasen enthalten, bei denen die in der Phrase explizit genannten Wörter in der geforderten Reihenfolge vorkommen, wohingegen anstelle des Sterns eine beliebige Anzahl von Wörtern vorkommen darf. Ein Beispiel. In der Anfrage, Anführungszeichen, to be, Stern, to be, Anführungszeichen, kann der Stern für eine beliebige Wortfolge stehen, vor der to be steht und nach der noch einmal to be steht. Eingegeben in eine Suchmaschine werden eine ganze Reihe von Dokumenten gefunden, die eine Phrase enthalten, die so konstruiert ist, wobei anstelle des Sterns sehr verschiedene Wortfolgen stehen können. Der bekannte Ausspruch aus Shakespeares Hamlet, to be or not to be, ist nur einer unter vielen. Ein weiterer, manchmal anzutreffender Wildcard-Operator ist der Proximity-Operator. Eine Tilde gefolgt von einer Zahl. Mit diesem Operator wird gefordert, dass der Abstand der Wörter der Anfrage innerhalb eines Dokuments nicht größer ist als 100 Wörter. Die Tilde vor einem Wort wird dagegen als Synonymoperator eingesetzt, um anzuzeigen, dass jedes gleichbedeutende Wort anstelle des tatsächlich in der Anfrage geschriebenen ebenfalls erlaubt ist. Sowohl der Proximity-Operator als auch der Synonymoperator sind in der Websuche eher unüblich. Informationen über den Abstand der Anfragewörter im Dokument werden bereits zum Quantifizieren ihrer Relevanz berücksichtigt, sodass die explizite Forderung der Nähe von Wörtern ohnehin für die zu oberst gerankten Dokumente gegeben ist. Genauso berücksichtigen moderne Suchmaschinen bereits automatisch Synonyme für die Stichwörter einer Anfrage. Obwohl alle Suchmaschinen Suchoperatoren anbieten, kennen gerade für die Websuche die meisten Nutzerinnen und Nutzer keine Operatoren. Lediglich etwa 1% der Nutzerbasis setzt Operatoren ein. Für den Erfolg einer Suchmaschine sollte also das Formulieren von Anfragen mit Suchoperatoren keine Grundvoraussetzung sein. Zumindest nicht, wenn Endbenutzer die Zielgruppe von der Suchmaschine sind. Stattdessen müssen die Entwickler von Suchmaschinen damit rechnen, dass Anfragen in ihrer einfachsten Form eingereicht werden, und das ist schlicht eine unsortierte Liste von Stichwörtern. Natürlich gibt es zahlreiche Suchmaschinen für spezifische Suchdomänen, deren Zielgruppe Experten sind, zum Beispiel Suchmaschinen für Patente oder für Anwälte. Diese Suchsysteme verfügen über noch bedeutend komplexere Anfragesprachen. Die Suchergebnisseite einer Suchmaschine
Die sogenannte Search Results Page, SERP oder auch SERP, zeigt Suchergebnisse in der Reihenfolge ihrer Relevanz für die Anfrage an. Das wichtigste Element der Suchergebnisseite ist die Liste der Suchergebnisse. Jedes einzelne Suchergebnis wird mit drei Elementen dargestellt. Erstens der Adresse, unter der das Dokument zu finden ist. Zweitens dem Titel des Dokuments. Und drittens einer kurzen Zusammenfassung, genannt Snippet. Das Snippet eines Suchergebnisses soll dem Nutzer zur besseren Orientierung dienen. Obwohl die Dokumente in Reihenfolge ihrer berechneten Relevanz ausgegeben werden, kann es sein, dass nicht das zuoberst gerankte, sondern ein weiter unten gerankes Dokument interessanter für die Nutzerin oder den Nutzer ist. Das kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die Anfrage des Nutzers mehrere mögliche Interpretationen zulässt. Das Snippet muss daher nicht nur den Inhalt des Dokuments kurz zusammenfassen, es muss vor allem auch die Frage beantworten, was das Dokument mit der Anfrage zu tun hat. Um das zu gewährleisten, wird das Snippet ad hoc für jede Anfrage neu generiert. Der Verarbeitungsschritt wird Snippet Generation genannt. Die Generierung des Snippets geschieht in etwa so, dass alle Sätze aus dem Text des Originaldokuments, in denen Wörter der Anfrage vorkommen, gerankt werden. Das Ranking-Kriterium ist hier anteilig ebenfalls die Relevanz des Satzes zur Anfrage, gepaart mit der Wichtigkeit des Satzes für das Dokument und wie viele der Anfragewörter daran vorkommen. Die besten Sätze werden dann ganz oder, wenn sie zu lang sind, gekürzt zu einem 2 bis 3 Sätze langen Snippet zusammengefügt. Dafür müssen in allen Sätzen die Wörter erkannt werden, die den Wörtern der Anfrage entsprechen, inklusive anderer Beugungen der Wörter und Synonymen. Im Snippet werden die Wörter der Anfrage üblicherweise fett gedruckt, um beim Überfliegen der Suchergebnisse eine schnelle visuelle Lokalisierung der gesuchten Stichwörter zu ermöglichen. Diese Darstellung wird auch Keywords in Kontext, KWIC oder auch QUIC genannt und wurde 1960 bei IBM von Hans-Peter Luhn erfunden. Neben den Suchergebnissen, zum Beispiel aus dem Web, werden parallel auch andere Suchmaschinen angefragt, zum Beispiel Suchmaschinen für Bilder, Videos und für Werbung. Diese laufen unabhängig von der textbasierten Web-Suchmaschine. Die Ergebnisse der Suchmaschinen für andere Medien werden mit dem Ranking der Webdokumente fusioniert, sodass ein gemeinsames Ranking entsteht, bei dem Medien aller Art Chancen haben, den obersten Rang zu erringen, sofern sie am relevantesten für eine Suchanfrage sind. Man spricht hier von der sogenannten universellen Suche. Gegebenenfalls werden die Suchergebnisse der zusätzlichen Suchmaschinen speziell visualisiert und anders dargestellt als die Suchergebnisse der Websuche. Oder besonders relevante Suchergebnisse werden ausführlicher dargestellt in Form von sogenannten Rich Snippets, die mehr als nur eine kurze Zusammenfassung darstellen. Dabei spricht man auch von One-Boxes. Da das Businessmodell der meisten Suchmaschinen auf Werbung basiert, wird auch eine spezielle Werbesuchmaschine betrieben, die die Werbung aller Werbetreibenden gemäß ihrer Relevanz für Suchanfragen einschätzt und mit in die Suchergebnisse aufnimmt. Werbetreibende können darüber hinaus in Auktionen darauf bieten, dass ihre Werbung für bestimmte Suchen, das heißt Wörter in Suchanfragen, eingeblendet wird. Um die Suchenden dabei zu unterstützen, die Ergebnismenge weiter zu einzuschränken, bieten manche Suchmaschinen Seitenleisten an, in denen die Dokumente bezüglich verschiedener Aspekte und Metadaten gefiltert werden können. Man spricht hier von facettierter Suche. Analog zu den vorgenannten Suchoperatoren dienen die Facetten dazu, Dokumente mit bestimmten Eigenschaften ein- oder auszuschließen. Als Beispiel ist die Produktsuche bei Amazon zu nennen, bei der Produkte bezüglich ihrer Eigenschaften und ihres Preises eingeschränkt werden können. Für Webdokumente besteht darüber hinaus die Möglichkeit, sie thematisch zu kategorisieren. Das geschieht mit Hilfe einer unüberwachten Clusteranalyse, bei der die Menge der Suchergebnisse in Cluster thematischer Ähnlichkeit gruppiert werden. Abschließend wird jedem Cluster automatisch ein Label gegeben, eine sehr kurze Phrase, die als Inhaltsbeschreibung für die Gruppe der enthaltenen Dokumente dient. Die Nutzer einer solchen Suchmaschine können dann die Suchergebnisse bezüglich der gewünschten Themen filtern, bevor einzelne Suchergebnisse betrachtet werden. Gegenwärtig bieten jedoch keine der größeren Suchmaschinen diese Art der Ergebnisexploration an.